Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute mit Lara. Hi, lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen, Fleck ist weg, trauriges Fleck ist Leben. weg. Das Ganze ist sowas von vergessen. Ein paar neue Flecken sind dazugekommen. Aber meiner war der schönste, oder? Auf jeden Fall der größte und fettigste. Und der Also, so wie schönste. alles, was du hinterlässt. So, heute. Was Camembert. machen wir denn heute? Camembert Gebäck. Es wird heute, glaube ich, eine schnelle Nummer. Auf jeden Fall eine einfache. Oh. Ich habe es auch jetzt selbst gemerkt. Zu spät. Es ist Bin schon ganz aufgeregt. Kuhmondbär Käse. Kuhmond. Ach, das ist ein Kuhmond und ein Bär. Kamum. Kannst du mir das aufmalen? Es ist ein Kuhmond mit einem Bären drauf. Ja, das finde ich schön. Ja. So, also, diesen Teig kann man auch anstatt gewöhnlichem Mürbeteig für Tarte oder Teigtaschen nehmen. Weißt du, dass ich das richtig krank finde, dass wir jetzt aus einem riesigen Stück Käse einen Teig herstellen Ich habe und den Käse noch den. nicht gesehen. Aber er rutscht, wenn du ihn so hältst. Kannst du es gerade Er halten? rutscht nicht, selbst wenn ich ihn so halte. Und platsch. Er rutscht. Okay, das reicht dann auch. Die Rinde vom Käse abnehmen, dann den Käse in einer Schüssel mit der Gabel zerdrücken. Seitlich schneiden finde ich irgendwie komisch. Ich schneide von oben runter rein. Ja, du bist voll cool. Von hier oben so runter rein da, oder wie? Die Butter untermischen, dann Eier und Gewürze einarbeiten. Ich habe das doch extra in Stückchen geschnitten Aber für ich muss es dich. doch zerdrücken. Wie zum Teufel soll ich denn Sachen zerdrücken, wenn sie in Stücken dann nebeneinander liegen? Okay. Ja. Also Ganz das soll ruhig, das wird insgesamt eine schon. Masse werden, ja. Es braucht nur ein bisschen Zeit. Möchtest du das mal weitermachen? Das Ja. ist echt irgendwie richtig Ich wollte anstrengend. das auch gerade vorschlagen. Danke. Ich würde jetzt mit Mehl und meiner Hand weitermachen. 280 Gramm. Gesiebt. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Weihnachten. Oh, sieht viel In schöner aus, wenn es gesiebt einer ist. Bäckerei. Sollte der Teig zu weich erscheinen, einen weiteren Esslöffel Mehl hineinkneten. Er erscheint zu weich, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Naja, aber da fragt sich halt auch jeder, was erörtert sie als zu weich? Naja, er muss ja ausgerollt werden, das kann man sicher schon. Naja, ist auch wieder wahr. Da habe ich auch wieder wahr, ne? Ja. Hast du auch wieder recht. Nicht so dumm. Guck dir diesen perfekten Klumpen Es sieht an. schon gut aus, das muss ich dir wirklich lassen. Es sieht halt aus wie eine überdimensionale große Kartoffel oder. Ja. Okay, dann ab ins Gefrierfach. Ding, ding, Ist wahrscheinlich oben, ne? Wahrscheinlich. Willst du einen Glückskeks? Okay, warte, ich gucke nicht hin, das ist ja ganz aufregend. Oh, okay. ich kann es nicht sehen, wo ist es denn? Ich nehme diesen. Ah, den. Ja. Heute wird sich jemand über deine Gesellschaft freuen. Wo fährst du denn noch hin? Aufregung steigt. Und jetzt muss der ausgerollt werden, richtig? Ausgerollt. Und Plätzchen stechen mit Ei bestreichen. Ich reiz den Ofen vor. Auf was nochmal? 180 180. Grad. 6 mm dick ausrollen. Ich brauche Mehl an der Rolle. Ich benutze dieses. Schon gut. Hab Mehl gefunden. Frederico. Weißt du, was mein Tipp ist? Ich bin schon ganz aufgeregt. Miracle Whip. Mein Tipp, Miracle Whip. Das ist ein super Tipp. Also auf 6 mm, ne? Du weißt schon, wie lange du da jetzt gerade rollen kannst. Ja, ich habe das schon voreingestellt. Ach, das kann man machen? Ja. Hör doch auf. Deswegen mache ich mir darüber gar keine Gedanken. Es ist Okay, überall jetzt gleich. brauchen wir die Form. Nein. Wollen wir Sterne? Oder? Sowas. Sterne, okay. Sterne. Ich würde auch Sterne Ich machen. würde Sterne machen. So? Hast du Das ganz viel macht so Spaß? richtig. Das, ohne Scheiß, das macht Ja, richtig ne? Spaß. Möchtest du das auch mal machen? Ich mache die zweite Dings, wenn wir es Okay. nochmal ausrollen. Okay. Es ist einfach das Gefühl von Plätzchen noch, ne? Oder? Deswegen, ich sag ja, ich fühle Dass mich das hier so jetzt ein ein bisschen wie. Käseding wird. Guck mal, das Schwarze ist alles direkt vom Boden. Oder Pfeffer. Eins von beiden. Ich hoffe, es ist Pfeffer, sonst wäre es wirklich, wirklich, wirklich eklig. Es ist wirklich wie Knet früher.
So ein bisschen. Ja, da habe ich auch nochmal Lust drauf. Können wir uns irgendwann mal hier abends hinsetzen und einfach mal kneten? Nö. Uah! Deine ganzen Hand... Oh nein. Hör auf jetzt. Es ist wirklich wie früher in der Weihnachtsbäckerei. So, jetzt ist aber gut hier mit. Ja gut, es ist okay jetzt. Also du meinst, du kriegst noch einen unter? Ja. Dann roll ich einmal noch. Okay. Ein Ei und einen halben Teelöffel Wasser. Jetzt brauchen wir einen Pinsel. Ah. Mit Ei bestreichen. Aber nur so von oben, ne? Oder müssen beide Seiten? Nein. Und dann kommen sie für 15 Minuten in den Ofen oder bis die Oberfläche Farbe annimmt. Ich bin echt gespannt, ob es am Ende immer noch so aussieht wie Plätzchen oder ob das irgendwie käsiger wird. 20 Minuten später. Oh, die sehen schon echt ein bisschen gut aus und es riecht auch wirklich, wirklich gut. Oh, wow. Aber ich habe wirklich Angst, mir jetzt tierisch das Maul zu verbrennen. Schneid doch mal rein. Ja, es sieht so fluffig. Oh. Oh. Es ist gar nicht fluffig, ne? Es ist eigentlich auch gar nicht flüssig. Wie ist es von innen denn? Es ist so... Aber es ist schon Käse drin. Es ist Käse drin, aber es ist so wie... Ja, eigentlich wie so ein Blätterteig, ne? Ja, probier mal. Oh nein, sag bitte, es ist köstlich. Es schmeckt ehrlich gesagt gar nicht nach Käse. Aber es ist lecker. Ja. Aber auf so eine ganz eigene Art irgendwie. Also schon irgendwie lecker. Ich hatte mir so ein bisschen mehr diesen Käsegeschmack erhofft. Ja, ich auch. Aber ist okay. Mhm. Ist schon gut. Also es schmeckt schon nach Käse ein bisschen. Mhm. Und ich werde die auch alle aufessen. Aber es hätte geiler sein können. Mhm. Weißt du, was ich verrückt finde? Das war ja alles eine Masse, ne? Mhm. Es hat von außen eine Schicht gebildet, ähnlich wie ein Plätzchen. Ja. Und von innen ist der Käse zerlaufen und jetzt wieder hart geworden. Ja. Als wären das zwei verschiedene Sachen. Aber ich würde es halt irgendwie auch die ganze Zeit weiter essen. Mhm. Ich auch. Machen wir das auch? Mhm. Okay. Bon Appetit! Wen grüßen wir denn jetzt am Ende des Videos? Ich würde gerne Simon grüßen. Kennst du den? Hab ich schon mal gesehen, ja. Schönen Grüße, Simon. Mhm.